Zuhörer. Vor einem Jahr haben wir in zwei vollbesetzten, von Besucherinnen und Besuchern dicht gedrängten Kirchen das Konzert Adveniat Lumen Tuum aufgeführt. Wie aus einer anderen Welt erscheinen die Bilder von diesem Konzert. Mit einigen Liedern aus diesem Konzert und dem Lied You Raise Me Up aus einem Weihnachtskonzert grüßen wir Sie als Chor und möchten für Sie und für uns die Wartezeit verkürzen, bis wir wieder für Sie singen können.
Am 2. Februar feiert die katholische Kirche das Fest Darstellung des Herrn im Tempel, bis heute auch Mariä Lichtmess genannt. Viele Familien erzählen stolz, dass ihr Weihnachtsbaum immer bis Mariä Lichtmess stehen blieb. Da gab es auch noch nicht Knut, das Fest, das ein großes schwedisches Möbelhaus bekannt machte und bei dem schon kurz nach dem Hochfest die Weihnachtsbäume aus dem Fenster flogen. Der Weihnachtsfestkreis ist in der christlich-katholischen Tradition eigentlich schon mit dem Sonntag nach dem 6. Januar, dem Fest Taufe des Herrn, zu Ende. Aber wie der schwedische Möbelriese versichert, wollte schon ein dänischer König namens Knut die Weihnachtszeit auf 20 Tage verlängern, also bis zum 13. Januar. So dauert die Weihnachtszeit in den nordischen Ländern bis zu diesem Tag. Das Evangelium des Tages am 2. Februar, dem Fest Darstellung des Herrn, ist aus dem Lukas-Evangelium. Die Geschichte des frommen Simeon und der Prophetin Hanna, gottesfürchtige, fromme, alte Menschen, die Gott dienen. Sie erkennen dieses Kind Jesus, das seine Eltern in den Tempel bringen, als ein besonderes Kind. Als ein Kind, auf das nicht nur seine Eltern sehnsüchtig gewartet haben, sondern die ganze Welt. Das Gebet, das der greise Simeon spricht, ist das Nachtgebet der Kirche geworden. Es drückt das Vertrauen aus, sich in der Nacht der Finsternis, in der Nacht des Todes, aufgehoben und getragen zu wissen. Nun lässt du, Herr, deinen Knecht, wie du gesagt hast, in Frieden scheiden. Denn meine Augen haben das Heil gesehen, das du vor allen Völkern bereitet hast. Ein Licht, das die Heiden erleuchtet, und Herrlichkeit für dein Volk Israel. Ein Kind zieht uns empor. Ein Kind rettet uns. Ein Kind als Hoffnungsträger, nicht nur für den greisen Simeon und die Prophetin Hanna, sondern für die Menschheit, für immer und ewig. Also etwas salopp formuliert, Weihnachten bleibt, die Verheißung bleibt, die Rettung bleibt, auch nach Knut. Vielleicht ist diese Hoffnung nicht immer so gemütlich und heimelig wie in der Advents- und Weihnachtszeit mit Lichtern und Tannenbaum. Aber sie ist da. In unserem letzten Lied dieses virtuellen Konzerts heißt es »You raise me up«. Du ziehst mich empor. Du richtest mich auf. Du ermutigst mich. Es ist kein ausdrücklich christliches Lied, aber man kann es so deuten. Die Erfahrung, emporgezogen und getragen zu werden, Sicherheit, Schutz und Trost zu erfahren, durch den Glauben, durch Hoffnung, durch Menschen, ist die wohl wichtigste Erfahrung im Leben. In dieser Zeit, in der wir immer noch auf Nähe verzichten, wo dieser Verzicht schwer auf uns lastet, haben wir andere Wege des Einander-Naheseins gefunden und werden sie auch noch einige Zeit brauchen. Wir als Chor singen für Sie »You raise me up«. Ein Kind zieht uns empor. Thank you.
Thank you.